von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen aus dem Kufstein TV Studio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der letzten Ausgabe des Sommers haben wir sowohl brisante als auch heitere Themen für euch vorbereitet. Hier nun die Programmübersicht. Jubiläumsfest. Die Feuerwehr Niederbreitenbach feierte ihr 100-jähriges Bestehen und Kufstein TV war mit dabei. Tohu Wabohu. Schucki widmet sich an seinem Stammtisch den Unruhen im Kufsteiner Rathaus. Widerstand. Die Anrainer am Hechtsee wehren sich gegen die oft diskutierte Trailstrecke. Kraftakt. Mit den Haus- und Gartenprofis beim schwierigen Hochwassereinsatz. 100 Jahre lang verrichtete die Freiwillige Feuerwehr Niederbreitenbach bereits wertvolle Dienste für ihre Gemeinde und die gesamte Region. Dieses Jubiläum musste natürlich gefeiert werden und so stellten die Verantwortlichen über 2 Tage hinweg ein großes Fest auf die Beine, bei dem für jeden etwas geboten war. Unsere Eindrücke vom Blaulichttag seht ihr im Anschluss an die Werbung. Werbung! Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen. Surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von KUFnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. In Niederbreitenbach gab es Grund zum Feiern. Und auch wir von Kufstein TV waren eingeladen. Darf ich heute gestern zu unserer Jubiläumswochenende 100 Jahre Feuerwehr Niederbreitenbach. Gestern haben wir die Festmesse gehabt, Wohlgottesdienst, danach die Ansprache und dann ist ein Einmarsch gewesen ins Festgelände. Und dann haben wir gestern lässige Connection gehabt, Schopsbar haben wir gehabt, Weißbierbar, Schießbude. Und nein, es war voller lässige Stimmung gestern, so wie heute, also echt eine bärige Sache. Eine der unzähligen Aktivitäten am Blaulichttag für Jung und Alt war das Bierkistenklettern. Volle Spaß hat es gemacht, total lässig war es. 14 Kisten habe ich geschafft, die 15. hatte ich in der Hand gehabt und geiles Gefühl, total lässig. Ich habe 5 gemacht. Ich habe 9 gemacht. In Rapfer haben wir nicht nur eine Feuerwehr, wir haben 3 freiwillige Feuerwehren und mit der Sandu eine Betriebsfeuerwehr. Und es ist tatsächlich etwas los. Wir haben heuer die Einweihung vom Feuerwehrhaus der Unterlangrapfer gefeiert. Wir feiern jetzt 100 Jahre Niederbrandenbach Feuerwehr. Und dazwischen haben wir jetzt gerade vor 14 Tagen eine Generalalarmierung gehabt von allen Feuerwehren für einen Hochwassereinsatz. Und an einem Tag wie heute kann man sich über das freuen, was siehst eigentlich also die Aufgaben der Feuerwehr sind. Wenn es gut, dann sind die Mander und die Weiberleit da und das ist alles entscheidend. Noch höher hinaus als bei den Bierkisten ging es mit der imposanten Drehleiter. Das war nichts für schwache Nerven. Die hat 37 Meter Höhe, ist ein brutaler langer Zapfen. Ich bin gerade mitgefahren vorher damit. Echt imposant, was wir da haben als SRF Würgel, schweres Rüstfahrzeug, viele Verkehrsunfälle, schwere Sachen, einfach alles, was so richtig brutal wäre, da ist das Auto eigentlich noch super eingesetzt auf der Autobahn und so. Heute Rahmenprogramm haben wir mal die ganzen Spezialfahrzeuge, also alles, was die Feuerwehr in Reparatur hat. Ein Schiff ist da von der kirchlichen Feuerwehr, also wirklich alles, was jetzt kommt, gleich mal der Hubschrauber dann noch, der Rettungshubschrauber. Musik.
Also man kann sich einfach anschauen und wenn zwei, drei Leute sich dann dazu bewegt fühlen, dass sie auch zu der Feuerwehr dazu gehen darf, dann haben wir schon gewonnen. Darf ich mich mal bedanken recht herzlich bei allen, die heute gekommen sind, ob Rotes Kreuz, Hubschrauber oder auch immer wieder die Sonderfahrzeuge. Und natürlich bei den Nachbarfeuerwehren. Und bei der Bundesmusikkapelle Oberlandkampfen für die Umrahmung gestern und fürs Platzkonzerten auf Nacht. Und natürlich auch bei der Landjugend Langkampfen, die haben jetzt gestern die Schnapsbar geschmissen. Das ist eine super Sache. Man kann einfach bei uns in Langkampfen, braucht man gerade einmal telefonieren und dann hat man einfach eine Hilfe und das ist schön. Und das hat man auch vor 14 Tagen beim Hochwasser gesehen. Der Zusammenhalt ist gewaltig da und das ist eine wunderbare Sache und das gefreut einen. In diesem Sinne auf die nächsten 100 Jahre der Freiwilligen Feuerwehr Niederbreitenbach. Von wegen Sommerloch. In der Festungsstadt ging es in der Ferien- und Urlaubszeit heiß her. Unser Stammtischabgeordneter Schucki sichtete dabei die ein oder andere Gewitterwolke, die sich über dem Kufsteiner Rathaus ausbreitete. Mehr dazu in der neuen Ausgabe von Schuckis Stammtisch. Und direkt danach erwarten euch die Veranstaltungstipps der Woche. Nächste Woche auf Kufstein TV. Der Film- und Videoclub Kufstein präsentiert Die Gangster von Geroldseck. Schucki, auf heißer Spur an den Stammtischen. Dort, wo kadert, gesudert und krogascht wird. Wenn man den Meteorologen Glauben schenken darf, dann steht uns in den nächsten Wochen ein richtiger Altweibersommer bevor. Außer über dem Rathaus in Kufstein. Denn dort brauen sich einige düstere Gewitterwolken zusammen. Und damit ein herzliches Grüß Gott zu einer neuen Ausgabe des Stammtischlers. Nicht unbedingt positive Ereignisse pflastern zurzeit den Weg im Rathaus. Wie schon zuletzt berichtet, liegen verschiedene Klagen zur Beurteilung bei der Staatsanwaltschaft auf. Dabei geht es um Bürgermeister gegen den Jungstadtrat der MFG einerseits und in einer anderen Angelegenheit um einen Grünpolitiker andererseits, ebenfalls gegen den Jungstadtrat. Mittlerweile behagte sich auch der Vizebürgermeister und eine Bedienstete des Stadtamts vor Gericht. Bei der Frage warum, weshalb, wieso, ist schwer zu sagen, wer im Recht ist, wenn man nicht unmittelbar dabei war. In einer Ausschusssitzung soll es zu lautstarken verbalen Auseinandersetzungen gegen die Angestellte gekommen sein. Der Vizebürgermeister war mit der geleisteten Arbeit nicht zufrieden. Das gibt ihm und keinem anderen Mandant da, aber das Recht, laut zu werden, zu schimpfen und zu toben. Der Ton macht bekanntlich die Musik und das Problem hätte man sicher eleganter lösen können. Oft hat man das Gefühl, dass sich manche zu mächtig fühlen und glauben, nur weil Mandant da, kann man sich alles leisten. Vielleicht sollte man den jährlichen Bildungszuschuss dafür nutzen, ein Buch von Thomas Schäfer-Elmer unter dem Gemeinderat zu verteilen. Titel des Buches: Der Business-Elmer. Mit Themen: Wie schätze ich mich richtig ein? Wie halte ich Türen offen? Wie geht man miteinander um? Und so weiter. Für dunkle Wolken über dem Rathaus sorgt auch schon die seit Monaten schwellende Diskussionen zum geplanten Mountainbike-Trail am Herzsee. Seit Februar bereitet dieses Thema Unwohlsein in vielen Köpfen der Kufsteiner Bevölkerung. Dies schlägt sich auch in einer Petition, angekurbelt von Grundbesitzern am Herzsee und Dierberg, nieder. Über 4000 Willensbezeugungen sprechen eine deutliche Sprache, dass dieses Projekt nicht erwünscht ist. Die naturfachliche Stellungnahme eines renommierten Umweltbüros, die Stellungnahme der Kufsteiner Bauernschaft und der Landwirtschaftskammer Tirol lassen die Protagonisten anscheinend kalt. Nicht zu verstehen, warum sich ausgerechnet ein grüner Mandatar so stark für diesen Trail macht. Auf der einen Seite will man mit der Einführung einer Fußgängerzone die Autos aus der Innenstadt vertreiben, auf der anderen Seite einen erhöhten Autoverkehr zur Trailstrecke am Herzsee fördern. Nicht nachvollziehbar. Wo sind die Grünen in diesem Bereich mit ihren Schlagworten wie Artenschutz, Erholungsraum für Menschen, der Wald als Klimaschutz und so weiter? Bei diesem Projekt hat man das Gefühl, man gibt für ein Häufchen Benutzer viel Geld aus und nimmt dafür viele anderen ein Rückzugsgebiet, eine Erholungsoase und die Ruhe in dieser Gegend.
Eine Aussage der Befürworter würde ich auf alle Fälle zu 100% unterschreiben. Die lautet, weil wir in Kufstein was bieten können, was weit und breit nicht da ist. Da sage ich, ja, das stimmt. Denn niemand hat so eine kurze Strecke wie hier bei uns. Schon jetzt sind weitere dunkle Wolken im Anzug, wenn man an den Stammtischen über die geplante Fuzo, also Fußgängerzone, spricht. Tendenz an den Stammtischen, ein Ja für die Fuzo. Aber zuerst müssten genaue Fakten, Kosteninformationen am Tisch liegen. Vorher macht es keinen Sinn, darüber zu sprechen und zu diskutieren. An den Stammtischen wird aber nicht nur gemosert und gesumpert, sondern auch Lob verteilt. Ein Lob geht an den Kufsteiner Bürgermeister für seine eindeutige Meinung zum Problem mit der Rettung des Gemeindeverbandes. Er plädiert und fordert eine komplette Neuaufstellung, was auch Sinn machen würde. Eine solche Aussage würde auch dem Bürgermeister von Wörgl gut zu Gesicht stehen. Zählt er doch mit seiner Gemeinde ebenfalls zu den Top-Zahlern in den Topf des Gemeindeverbandes. Der lässt sich aber lieber lächerlicherweise mit einem aufblasbaren Plastikkrokodil unter dem Arm, einem Klappstuhl und einem Seepferdchen am geplanten Standort des neuen Wörgler Schwimmbades fotografieren, um für sein Bad zu werben. Loben kann man den Bürgermeister von Wörgl für seine rigorose Sitzungsführung. Er lässt keine Themenabweichungen zu. Nach dreimaliger Aufforderung zur Sache wird dem Redner das Wort entzogen. Profitiert können davon alle, der Gemeinderat, die Zuseher im Saal und die Zuseher im Internet, wäre auch in Kufstein eine Idee. Dann würden uns Auswüchse wie jene unseres MFG-Jungstadtrates erspart bleiben, indem er in seiner philosophischen Art und Weise dem Bürgermeister erklärt, was ein Populist ist. 1:30 waren bei dieser Aussage für die Wäsche. Der nicht Blabla, sondern in der Kürze liegt die Würze. Ebenfalls ein Lob gebührt dem Bürgermeister von Gramsach, der sich beharrlich geweigert hat, einen illegal gebauten Notfalldamm zurückzubauen. Dieser nicht genehmigte Damm hat aber beim kürzlich aufgetretenen Hochwasser viele in dem Bereich Wohnende vor großem Schaden bewahrt. Seit dem Hochwasser 2005 sind diese Probleme bekannt. Das Land plant und geschehen ist nichts. Anstatt den Damm zurückzubauen, sollte man dem mutigen Bürgermeister ein Denkmal setzen. Denn er hat mit seinem bisherigen rigorosen Nein zum Rückbau dem Land viele Millionen erspart. Am oberen Stadtplatz in Kufstein wurde jetzt ein neues Schild aufgestellt, das besagt, dass es auch Motorrädern nicht erlaubt ist, vor dem Rathaus zu parken. Als Hohn anzusehen ist aber, wenn Tag für Tag immer dasselbe Auto neben diesem Schild parkt. Wem gehört dieses Auto wohl? Ich würde unseren Zusehern noch gerne in meiner persönlichen, philosophischen Art erklären, was ein Narzisst ist. Leider hat mir unsere Aufnahmeleiter gedeutet, keine Zeit. Daher Servus, fährt euch bis zum nächsten Mal, wenn es wieder um Unwichtiges und Wichtiges geht. Schucki, auf heißer Spur an den Stammtischen. Dort, wo kadert, gsudert und krogascht wird. Sei dabei bei der Kufsteiner Gemeinderatssitzung. Live auf Kufstein TV. Erfahre die neuesten Beschlüsse und Abstimmungen in der Festungsstadt. Am Mittwoch, den 27. September um 17 Uhr. Schalte ein und sei ganz nah dabei, wenn die politischen Entscheidungsträger ihre Belange vortragen und diskutieren. Live zu sehen online und hier auf Kufstein TV. Ein besonderer Leckerbissen erwartet Freunde anspruchsvoller Rockmusik am Freitag, den 29. September in der Kulturfabrik Kufstein. Zu Gast ist die italienische Supergroup The Elephant Man, die mit Klängen zwischen Indie, Alternative Rock und Darkwave begeistern wird. Eröffnet wird der Abend ab 20 Uhr vom heimischen Flash-Rock-Duo Meat Cheese. Der Verein Klangfarben freut sich auf euer Kommen. Mordalarm im Astner-Saal. Doch kann der Fall aufgelöst werden? Wohl nur mit der Unterstützung des Publikums. The King is Dead. Ein Dinner-Krimi aus der Feder von Thomas Kraft
und dargeboten von der Gaststubenbühne Würgl, wird im September noch 4 weitere Male aufgeführt. Los geht's jeweils um 19 Uhr im Astnersaal Würgl in der Alten Post. Tickets gibt es ausschließlich nach Vorreservierung auf www.gsbw.net. Große Aufregung herrschte in den letzten Monaten rund um die angedachte Trailstrecke am Hechtsee. Die Thematik gab ausreichend Diskussionsstoff und spaltete die Gemüter. Eine Petition sollte dem Unmut zusätzlichen Ausdruck verleihen. Die malerische Idylle am Hechtsee trügt. Seit Monaten ist die dort angedachte Trailstrecke ein Nährboden für Diskussionen und Konflikte. Zuletzt verdeutlichten die Grundbesitzer ihren Unmut mit einer Petition. Rund 4000 Unterschriften wurden gegen die Errichtung des Mountainbike-Trails gesammelt. Ich kann nur als Forstwirt und Forstfacharbeiter sagen, dass natürlich erstens das Gelände sehr steil ist, es sich um einen unberührten Mischwald handelt, der was jetzt nicht einem großen Waldumbau bedarf, wie es aktuell notwendig ist, vor allem in der Borkenkäfer- und Hitzeproblematik, den Kalamitätenbekämpfung ist das natürlich aktuell ein Thema. Was ich aber sagen kann, ist natürlich, dass das Gestein da oben, das Mergel Sandstein, vor allem in einer Steigung von teilweise bis 105%, das also 50 Grad ungefähr, also das Gestein, der Sandstein, der Mergel da für bauliche Maßnahmen nicht geeignet ist, abgesehen davon, dass bei jedem Unwetter da Sachen nachrieseln werden und das natürlich den Wartungsaufwand also enorm erhöht. Für den Forstwirt ist die Trailstrecke ein Angriff auf die Natur. Also der Tierpark muss man das wirklich als Insel betrachten, der was da von der Tierseestraße, Herzseestraße, Kiefersfelden eigentlich eingekreist ist. Und die Trails würden ja mittig durchgezogen sozusagen auf einer Seite. Und das würde das ganze Gebiet aufspalten. Das heißt, man da einen Trail und 50 Meter, 100 Meter den nächsten. In diesem Bereich wird sich auch kein Wild mehr aufhalten. Das heißt, der Wilddruck in die restlichen Gebiete steigt. Auch die Bejagung wird schwieriger und natürlich der ganze Druck auf den Wald wird um das höher und es wird dadurch nichts besser. Und also ich möchte ganz klar dazu sagen, es ist auf keinesfalls gegen irgendwelche Radfahrer, gegen Mountainbiker oder Trailfahrer, sondern es geht wirklich um den Erhalt eines schützenswerten Gebietes. Mir ist das damals dann schon, wo ich das gesehen habe im Gemeinderat, ist mir das schon mal ein bisschen komisch vorgekommen, wieso am Tierpark plötzlich keine Schutzgebiete mehr sind. Wir haben das dann uns genau angeschaut, es ist ja öffentlich einsehbar, auch im Tierriss, also im Tiroler Rauminformationssystem kann das jeder öffentlich online einsehen, welche Schutzgebiete, welche Waldentwicklungspläne und so vorliegen. Einer hat einmal geschrieben, ganz am Anfang, er hat gerade vor ein paar Tagen 8 bis 9 Feuersalamander auf einmal gesehen in dem Gebiet zum Beispiel. Auch der Tierschutz wird bei Familie Labeck thematisiert. Das Volk hat das erkannt. Es ist dann auch so gewesen, man weiß das als Kufsteiner, dass da natürlich der Feuersalamander in Kufstein eines der letzten, als geschützte Tierart eine der letzten Zuflüchte hat und man in Kufstein noch keine rückläufigen Zahlen vermeldet wie in anderen Bezirken. Wir haben uns direkt am Hechtsee nach Meinungen zur Debatte umgehört. Na, um einen See dürfen sie sowieso mit dem Radl nicht fahren. Also hin und wieder fortschippen mit dem Radl, na, so geht es. Da gebe ich halt noch keine Acht, ja, mir geht es eh auch nicht so nicht. Aber es ist nicht nett, nicht, wenn es vielleicht Weißentum oder den Frillsee oder was, dass da die Abkürzung machen oder was. Aber das ist selten. Wenn man so eine schöne Umgebung hier verschandeln kann mit irgendwelchen Teststrecken und rasenden Läufern, also das war ja eine Katastrophe. Hoffentlich bleibt also so. Das ist ungefähr ein Dreißigstel so groß wie das ganze Stadtberggebiet, das ist ein Dreißigstel. Ne? Ja, ich bin nicht dafür natürlich. Es ist zu klein, das Gebiet meiner Ansicht nach. Und es wird also die hier Erholung suchen wollen und so wie ich gerne spazieren gehen in einer ruhigen Waldumgebung, wird das stören. Also mich stört es ganz sicher. Prinzipiell bin ich dafür, weil einfach das... Die Radlfahrer, die brauchen einen Platz und die sind immer mehr dazu. Und da muss halt irgendeine Vereinbarung mit allen gefunden werden, dass da jeder irgendwas davon hat, weil unter dem Strich geht es nur miteinander und nicht gegeneinander.
Also wir haben jetzt über 4000 Unterschriften gesammelt und ja, ich finde das schon einen Erfolg. Ja, also wir haben jetzt die Unterschriften, was von der Petition, von der Bauernschaft, ist jetzt einmal der Presse präsentiert worden. Und das geht jetzt dann an die Gemeinde und wird am Bürgermeister übergeben. Und dann ist das eigentlich die Entscheidung der Politik, ob sie da die Interessen in der Bevölkerung und der Wähler auch wahrnimmt. So ruhig wie der Hechtsee an diesem späten Sommertag auf uns wirkte, werden die kommenden Gespräche rund um die Trailstrecke wohl kaum verlaufen. QTV bleibt für euch dran. Nächste Woche auf Kufstein TV. Der Film- und Videoclub Kufstein präsentiert Die Gangster von Geroldseck. Auch wenn die große Katastrophe im Inntal verhindert wurde, hatte das August-Hochwasser kräftige Nachwirkungen. Das Team von Haus- und Gartenprofi Ebs stand vor einer großen Herausforderung, als es galt, den Abfluss eines Baches zu gewährleisten. Wir waren mit unseren Kameras mit dabei. Doch davor geben wir ab in die Werbung. Werbung! Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Werbung Ende! Das Hochwasser und seine Nachwehen. Die Haus- und Gartenprofis aus Ebs hatten in Oberraudorf einen Großauftrag. Es galt, einen Bach voll mit Sand wieder auszuheben. Wir haben vor eineinhalb Wochen haben wir das August-Hochwasser gehabt. Und dadurch, dass der Inn da ziemlich hoch gegangen ist, man sieht es da drüben, ein bisschen, wo er rausgefressen hat, haben wir da massive Mehlsandeinträge bis weit in den Aubach hinein. Das sind hunderte von Kubikmeter von Mehlsand, was wir jetzt da mit zwei Backer und zwei Loder wieder rausholen, dass der Ablauf vom Bach wieder gegeben ist. Wir arbeiten da mit kleineren Geräten, dass wir da einfach den Wald ein bisschen schützen, dass man nichts zusätzlich umschneiden muss, dass keine weiteren Bäume beschädigt werden. Für die einen ein wahr gewordener Kindheitstraum, für die anderen harte und vor allem langwierige Arbeit. Man unterschätzt es teilweise brutal, was das einfach für Mengen von Sand sind, was wir da jetzt bewegen müssen, was innerhalb von eigentlich eineinhalb Tagen da eintragen wird, das ist brutal. Wir sind da jetzt dann sicher eine Woche beschäftigt, nur mit dem Bach. Wir sind schon bei der Fischtreppe im Einsatz gewesen mit Geräten und haben die wieder freigemacht, dass das wieder alles den normalen täglichen Ablauf nimmt. Und sie backerten und backerten und backerten. Da der Sand vom Inn kam, ist es rechtlich zulässig, ihn wieder dorthin zurück zu befördern. Das August-Hochwasser bewies, dass es nicht nur engagierte Menschen braucht, die dann zur Stelle sind, wenn die Gefahr am höchsten ist, sondern auch jene, die nachher für Ordnung sorgen. Liebe Zuseher, das war unsere Ausgabe für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Vergesst nicht, Kufstein TV auf den Social-Media-Kanälen zu verfolgen, für kurzweilige und exklusive Inhalte. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Alles Gute, euer Albin Winkler.
von der Region, für die Region.